Hi und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge Orcs Must Die 2. Ich finde es ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So eine ganze Woche. Ich habe auch noch keine Folge hochgeladen und wir sind bei den Korridoren, das kann ich auch nochmal sagen. Ich habe ein bisschen in der Zeit, ich daddel in der Woche kaum, außer dass ich so ein paar Idle Games oder so morgens kurz starte und ein bisschen daddel. Und ab und an auch ein bisschen gegrindet. Jetzt will ich mal ganz kurz erzählen, was ich gemacht habe. Den Bogenschutzwächter auf Level 3 gemacht und Pfeile setzen Gegner manchmal in Brand. Okay. Hört sich schon mal gut an. Dann habe ich, wo finde ich's? Das Plünderer-Schmuckstück auch ein bisschen upgegradet. Das habe ich nur gemacht, um zu grinden. Was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas gegrindet? Irgendwas gemacht? Irgendwas habe ich noch gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das habe ich nichts gemacht. Da haben wir auch nichts gemacht. Das muss ich mal ganz kurz nachdenken. Nein. Das könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Egal, das ist so, das habe ich wahrscheinlich nur so gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder habe ich hier noch was gemacht? Nee. Wächter? Und das sowieso nicht. Weil wir das ja sowieso doof finden. Weil ich das sowieso doof finde. So, bam, 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 bam. Ja, wie ihr seht, ich bin hier ein bisschen höher gekommen. Weil ich das Ding auf Kriegsmagier gespielt habe. Yay. Geht ganz einfach, wenn man das grinden lässt. Aber wir spielen weiter auf Lehrling und wir spielen die Korridore. Die Durchgänge waren beim letzten Mal extrem anstrengend. Jetzt geht's in die Dings. Wir gucken aber trotzdem noch, was wir upgraden können. Ich muss sowieso gleich nochmal ein bisschen was umbauen. Ich glaube, den Säurespor. Ich glaube, ich werte das Ding auf. Weil, warum nicht? Und wie gesagt, wir müssen gleich mal gucken, wie wir was bauen. Und weil desto billiger sind die auf 600. So, wir starten. Ich habe ein bisschen die Musik leiser gemacht. Es könnte sein, dass es ein bisschen zu leise ist, wenn, verzeihen Sie mir dieses. Ja, ihr seht hier gerade so ein bisschen mein Grindstat. Das ist das hier, das, die drei hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier definitiv Fliegende. Und wir haben den Erdfürsten. Die unterhalten sich gerade. Das habe ich zu leise eingestellt. Muss ich gleich mal lauter einstellen. Wir machen das einmal komplett weg. Und bauen uns auf Null auf. Erstmal natürlich den Zauberstab. Das hätte ich auch gar nicht wegmachen müssen. Dann nehme ich den. Warte mal. Die kommen nur von vorne? Oh, wir können auch kaum was platzieren. Die kommen nur von vorne? 12 Wellen lang? Die können irgendwie oben lang, glaube ich. Okay. Bogenschützen definitiv. Den Wächterschmuck möchte ich auch gerne haben. Den Paladin einfach für safe, um safe zu halten. Den Säurespucker. Das ist schwierig jetzt. Ach ja, und das Eisamulett habe ich mir noch geholt, glaube ich. Weiß ich auch, was ist. Ich überlege gerade, was wir nehmen könnten. Wir haben nicht viele Plätze, wo wir was bauen können. Hier Bogenschützen, logisch. Frage ist, nehmen wir das mit? Nehmen wir die Barrikade mit? Logisch.
Nehmen wir die Münzbrenzel mal mit und natürlich auch den hier und den Pfeilspucker. So, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, möchte ich gucken, was hier hinten ist. Oh Gott, das sind drei Tore. Und die Tore sind hier gefährlich wie noch nie. Okay. Was ist hier oben? Hier oben ist einfach rein gar nichts, nur Deko. Okay. Oh, Alter, ist die groß. So. Kann ich nicht platzieren, der drauf. Ich dreh durch. Nein, ich darf's nicht. Okay. Ich. Gute Frage, nächste Frage. Kann ich nirgendwo platzieren, ne? Das Problem ist. Ja, ich könnte den hier hinsetzen und da hinsetzen. Und machen wir noch mal hier noch eine zweite Münzpresse hin. Schauen wir mal, was passiert. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tschischkowski. Das ist ja, wow. Okay. Gegen die Flieger. Ach, darum kann ich doch da auch nichts platzieren. Wie mache ich das denn jetzt? Das ist wow, also wow. Ich platziere dich hier hin. Welches Tor geht jetzt auf? Immer noch das nur? Nee. Lassen wir die Münzpresse doch mal da. Ich guck gerade auf die Minimap. Erinnert ihr euch jetzt an mich? Also der Damage von unseren Bogenschützen sind gut. Seht ihr, warte. Der ist sehr gut. So. Wir sind gut dabei. Mehr oder weniger. Guck halt. Muss da oben gucken. Ich habe gar nicht geguckt, was wir für Gegner wir kriegen. Ja. Ja, das ist also, die Bogenschützen sind mehr als nur hilfreich hier drin, ne? Der Pala steht wieder. 600. Das Tor hinten geht immer noch nicht auf, ne? Ich meine, ist jetzt, finde ich jetzt nicht so allzu schlimm, aber trotz alledem mufft mich das ein bisschen. Ich gucke ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach oben. Also die Bogenschützen machen ihren Job mega gut. Die sind super stark. Ja, der Zwerg zählt nur dazu da. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie schnell die da oben kippen. Guck
Guckt euch das an, wie schnell die da oben kippen. Also oben muss ich mir kaum Gedanken machen. Platziere ich ja auch noch mal einen. Weil halt mehr. Ah, ein Troll. Ja, das lerne ich immer noch nicht. Das, ah ja, und jetzt platziert, jetzt ist sie. Okay, wie mache ich das jetzt am blödesten? Welches Tor, also das linke Tor ist offen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Jetzt wird's wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob die das da vorne schaffen, also oben, ne? Und ich weiß nicht, ob die es hier schaffen. Okay, warte, ich muss ein bisschen nachdenken. Das ist ganz kurz. Also das ist klar für einen schönen Damage. Dann kannst du hier hingehen. Und dann... Das. Und dann schauen wir mal. Ich habe da noch Geld liegen. Ich renne gerade, wie bescheuert. Ups, da war unten. Oh, ei. Ja. Brauchen Bogenschützen hier noch dazu. Okay. Ah ja, jetzt geht die Tür auf der anderen Seite auf. Mit weniger Kohle, weitaus weniger Kohle. Das heißt, ich muss hier gleich ein bisschen spielen. And so it begins. Ja, das war gut. Ja, okay. Ja, das muss ich jetzt ein bisschen ausnutzen, dass der Damage macht. Okay, jetzt wird es folgendermaßen passieren. Jetzt werden auch allen drei Gebieten Gegner kommen. Und jetzt wird es ziemlich interessant. Okay, jetzt kommt erstmal von hier. Also oben in der Mitte mache ich mir relativ wenig Sorgen. Tatsächlich mache ich mir hier mehr Sorgen. Und irgendwie... Oh, ich habe kein Mana. Ja, die Bogenschützen retten mich da halt extrem, muss ich sagen.
Okay. Gut. Puh. Schisch. Also, es ist schon nervig. Das sowieso, das ist klar, das ist ein No-Brainer. Ich hätte den Zwergen-Champ mal ein bisschen mehr Damage geben können. Zuverlässig dein zweiter Vorname. Das ist scheiße jetzt hier. Dass ich hier nichts platzieren kann. Weil hier. Ich meine, ich könnte. Na, hier geht's auch nicht. Ja, das ist ein bisschen doof. Hier wahrscheinlich durch. Ne, hier kann ich das gar nicht platzieren, weil es viel zu groß ist. Ja. Und hier auch nicht. Oh doch, hier passiert. Ah, hier klappt's. Okay. Ein bisschen Kohlen damit machen. Können wir damit nämlich. So. Schauen wir mal. Es kommt erstmal durch die Mitte. Ja, momentan klappt das noch hier. Jo. Tschüss, was kommt denn jetzt hier alles? Ach, das war oben, ne? Haben wir aber gut geregelt, muss ich sagen. Also. Kriegst du noch einen zweiten Parler hier hin? Gut, jetzt geht's unten, also auf der rechten Seite weiter, unten rechts. Wo wir einen Parler haben. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite geht's auch weiter. Ich muss jetzt auf zwei Seiten konzentrieren. Hier kriegt noch mal einen weiteren Bogenschützen. Okay. Du kannst da mal hingehen. Okay. Oh, da brennt er, da brennt er. Seht ihr das? Da brennt er. Ist natürlich dann super, weil. Jo. Okay. Das wird ziemlich nervig gerade. Habe ich das schon mal gesagt? Verdammt. Das ist hier so das letzte Backup. Also wenn das hier gezündet, dann ist Ende. Ich weiß nicht, was ich noch platzieren soll. Also tatsächlich bin ich ein bisschen überfragt. Wir gehen erstmal gucken, was die Mitte sagt. Da sind die Bogenschützen halt wirklich strong. Da kann ich da wirklich nur zugucken. Wir sind da jetzt schon bei 20 Minuten, ne? Da, guck, die oben, die haben gar keine Chance. Dafür ist unten da mal eben weniger Damage da. So. Und hier mache ich mal eben ganz kurz ein Backup hin. Das hat sehr gut funktioniert. Sehr geil. Jetzt geht's hier zuerst los. Okay, kein Problem. Hier habe ich noch mal einen kleinen zweiten Damage Pool hingesetzt. So, der Damage ist da.
Ja, für Trefferserien kriegen wir extra Kohle. Das habe ich gar nicht, habe ich bis zu einem gewissen Punkt gar nicht gerafft. Okay. Okay, wie sieht's hier aus? Das habe ich mit Absicht gemacht. War auch dumm, weil ich hier sowieso schon zwei Paladins habe. Hier drüben hätte ich mich konzentrieren müssen. Hat funktioniert. Okay, bin begeistert. Hier kriegst du einen höchste Grenze an Wächtern erreicht. Ich darf keine weiteren Wächter mehr setzen. Okay. Scheiße. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Who cares? Dann müssen wir spielen. So. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Mit den Wächtern, die wir haben. Schauen wir mal. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Außer vielleicht das hier. Die Fliegenden haben gar keine Chance auf dieser Seite. Also, das läuft ziemlich geil. Also immer noch. So, wow. Okay. Okay. Da kam der Damage. Wo kommen jetzt die Gegner? Okay, von den beiden Seiten. Wie gesagt, ich greife jetzt mal nicht mit ein. Und ich schaue einfach mal, wie weit die jetzt hier kommen. Wir haben zwei Palas auf beiden Seiten. Die halten die Gegner ein bisschen auf. Das heißt, unsere Wächter müssen so viel Damage machen. Würde gerne eingreifen. Ich darf mal nicht eingreifen. Also ich habe eingegriffen durch meine Reds, aber ich bin, ich habe nicht mitgeschossen. Das heißt, hier muss ein bisschen mehr Damage passieren. Hier muss weitaus mehr Damage passieren und das erreichen wir hiermit schon mal. Damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Damage. Dann hier kommt auch schon mal ins Vor-Damage. Und das können wir hier natürlich auch platzieren. Und dann let's go. Ich hätte warten müssen. Die kippen so schnell um, die Jungs. Die kippen so schnell um. Oh, die Kohlen. Weil. Die Paladins vorne haben zu viel, kriegen zu viel Schaden. Die überleben das nicht. Also die sterben da wirklich gut dran. Aber es hätte ich die nicht gerettet, die beiden Palas,
hätte es nicht funktioniert. Ist halt wirklich leider Gottes so. So. Wir schauen einfach mal. Ja, die Fast, die schnellen Killer, die tun weh. Hier ist nämlich nur noch einer am Leben. Hier war nur einer. Das ist meine schwächste Stelle hier. Den muss ich holen. Den muss ich holen. Weil, es ist mein letzter Parler, den ich hier habe. Die überleben das nicht. Die sind super fast gekillt. Aber, ja, es ist ein bisschen hardcore. Dann noch das. Und. Knochentiefe Reinheit. Dann, let's go. Wir schauen uns das an. Ich hätte wieder warten müssen, aber egal. Wir schauen einfach mal. Und sonst greife ich halt mit ein. In der letzten Runde werde ich mit eingreifen. Ich werde jetzt schon mit eingreifen. Scheiß drauf. So. Natürlich fangen sie hiermit an. Macht aber nichts. Ich spiele jetzt mit. Ich möchte mitspielen. Ah ja, und das Ding funktioniert nicht. Reiß ich gleich wieder ab. Das funktioniert nämlich nicht. Die funktionieren hier nicht. Darum bauen wir natürlich irgendwas anderes auf, was wir könnten benutzen. Ja, Stachelfallen, aber die habe ich nicht mitgenommen. Einmal vorbereitet sein. Nee, das kann man nur da platzieren. Okay. Ich weiß nicht, wie kann ich dir noch hier was Gutes tun, mein Freund? Ey, also du kannst nur das hier platzieren hier. Schade. Könnte natürlich hier so ein bisschen Weg einkreisen, aber ganz ehrlich, das bringt nichts. Das bringt rein gar nichts. Was kann ich noch am besten platzieren, dass wir hier irgendwie was hinbekommen? Also, ne? Ich könnte hier natürlich eine. Boah, ja, das ist eine geile Idee. Oh ja. Die letzte Bastion, meine Freunde. Die letzte Bastion.
So, wir gehen natürlich auch mit rein. Wir aktivieren alle Abwehrkräfte, die wir haben. Und wir gehen hier voll Engage rein. Durst schnell die Fliegenden weg, dass die Bogenschützen mit hier reinschießen. Keine Ahnung, ob das hält. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Ja, einer. Nur einer gewesen. Da drüben ist nämlich Ruhe. Ja, 65 plus. Ich hole mir eben ganz schnell noch die Kohle. Weil wir sind in der letzten Welle. Ich meine, wir haben es gleich geschafft. Und die Kohle möchte ich gerne haben. Höchstgrenze an Wächtern erreicht. Alter. GG. Easy. 32 Minuten, ey. Das Spiel dauert doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen... Krawumpf-Passwerfer. Ja, ist okay. Unbedingt. Wir müssen unbedingt hier was machen. Dass wir da irgendwie was machen können. Wir müssen irgendwie gucken. Stachelfalle, ja. Ja. Pfeile können manchmal Feinde vereinfrieren. Ganz cool. Ich bin mir nicht ganz sicher. Münzpresse. Das ist halt eigentlich nur rein Geldmacherei für uns. Das hört sich gut an. So, wir sind in der nächsten Folge wieder, wo wir denn, ich gehe mal ins Kampagnenmenü, wo wir denn Trap auf, Trap ab spielen. Oh Gott, das sind noch 5 Karten, also 5 Folgen ungefähr. Eieiei. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüssi.